Dieses Video soll eine Warnung sein. In der englischen Stadt Leeds trug nämlich dieser Mann die Ersatzbatterien für seine E-Zigarette lose in seiner Tasche, als diese plötzlich Funken sprühten und Feuer fingen. Eine Überwachungskamera in dem Shoppingcenter hat diese Bilder festgehalten. Der Mann ist mit nur leichten Verletzungen und einem gehörigen Schrecken davongekommen. Es handelte sich um Lithium-Ionen-Batterien. Als diese losen Batterien in Kontakt mit etwas Metallischem kamen, wie zum Beispiel einem Schlüssel oder Kleingeld, kam es zu einem Kurzschluss und dann zur Explosion. Da dies schon häufiger passiert ist, hat sich der Rettungsdienst der örtlichen Feuerwehr entschieden, dieses Video von Mitte September nun zu veröffentlichen. Um so etwas zu verhindern, sollte man Batterien in einem Plastikbeutel verstauen.